Und hat Jason mal gefragt, was möchtest du denn vom Beruf werden? Und hat gesagt, Papa. Papa, ja, das war so süß. Ja. Moin, moin. Manu, meine Engelchen, komm runter. Okay, Conny, ich komme. Moin, moin und Aloha bei Reimanns Live. Aloha! Moin moin, liebe YouTuber und Reimann-Fans. Willkommen zu unserem eigenen YouTube-Kanal. Jo, halbe Stunde. Mit den Reimanns. Ja, nicht ganz, ohne die Kinder. Stimmt, wobei wir ja auch schon wieder beim Thema wären. Wir wurden nämlich gefragt zum Thema Kinder. Also jeder ist ja von euch aufgeklärt, der weiß, wie es geht. Ja, was sollen wir zu den Kindern sagen? Wir haben die Kinder damals mitgenommen. Nach Amerika. Damals waren sie 14 und 17. Wir haben die Kinder auch gefragt, Kinder, wollt ihr mit nach Amerika? Und die haben beide gesagt, jo. Das war an und für sich, hätten sie gesagt, nein, wären sie trotzdem mitgekommen. Weil ich glaube, dafür ist der Entschluss auch zu endgültig, dass man sagt, man muss jetzt auf die Kinder Rücksicht nehmen und nicht dieses Abenteuer wagen. Mhm. Weil wenn die Kinder erwachsen sind, dann ziehen sie aus, sind sie weg. Und du stehst dann da und sagst, ja, und dein Traum, den du hattest, der ist dann dahin. Hm. Wobei ich mir natürlich schon ein bisschen Sorgen gemacht habe damals. So als Mama macht man sich, denke ich mal, schon ein bisschen mehr Sorgen als ein Papa. Ich habe natürlich immer gedacht, hoffentlich gefällt es uns allen Vieren in Texas und keiner von uns will irgendwie wieder zurück, weil dann hätten wir sonst ein Problem gehabt. Wenn einer von den Kindern wieder zurückgewollt hätte oder vielleicht auch einer von uns. Ja, aber da waren die Kinder ja recht pflegeleicht. Ja, waren sie, aber in wie vielen Familien, die wir kennen, war es nicht so. Und die Kinder sind zurückgegangen. Ja, aber ich oder glaube, einer der Kinder ist zurückgegangen. Damit man einfach zu sehr. Es ist ja immer noch so, die Kinder sind Kinder, die sind also aber noch zu jung, um diese Entscheidungen zu beeinflussen. Ich glaube, da muss man einfach mal dann sagen, okay, Kinder ist also. Hört mal zu, so und so ist die Sache. Und das, so haben wir das gemacht. Aber wir hatten eben halt Glück, wir hatten unsere Kinder so erzogen, dass wir da gar keine Probleme hatten. Mhm. Also die waren Jason immer hat immer das, der hat immer sehr gesagt, pflegeleicht. Man hat Jason mal gefragt, was möchtest du denn vom Beruf werden? Und hat gesagt, Papa. Papa, ja, das war so süß. Ja. Wir sind ja in den Ferien ausgewandert. Mhm. Und wir haben uns die Schule angeguckt, ein paar Tage vorher, bevor die Schule jetzt wieder anfing in Amerika. Manu war ja so gesagt, Kinder, ihr müsst mit dem Schulbus, was ist das, Nummer 13 fahren. Also der Schulbus hat 100 Meter von uns gehalten. Ja. Die Kinder dahin, da war schon eine ganze Horde von Kindern, auch auf den Schulbus gewartet. Und irgendwie war das aber dann eine falsche Nummer. Ja, weil ich habe nämlich die 13 mit der 30 verwechselt, 13 und 30. Und die Kinder sind natürlich schön brav stehen geblieben. Alle anderen sind alle eingestiegen und haben die alle angeguckt. Also die anderen Kinder haben dann Janina und Jason angeguckt, warum sie nicht einsteigen. Und die sind schön brav stehen geblieben, weil sie haben ja gesagt bekommen, sie müssen mit Bus Nummer 13 fahren. Ich stand aber in der Nähe mit meinem Pickup und habe das Ganze beobachtet und dachte nur, steigt ein, weil in dem Moment ist mir klar geworden, dass es mein Fehler war und sie sind nicht eingestiegen. Naja. Wir haben sie dann zur Schule gebracht. Ja, wir sind da hingefahren und haben die Kinder dann zur Schule gebracht. Ja. Die haben es schon nicht einfach aber gehabt. Aber die Kinder haben also niemals irgendwie irgendwas gesagt zu uns. Die haben niemals, haben sich nie beschwert oder Nein. so. Ich glaube, für die Kinder war das auch richtig cool in Amerika, auch wenn sie nicht viel verstanden hatten. Das ging allerdings sehr, 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 sehr schnell. Also zu Anfang konnten wir noch die Kinder verbessern. Oder ja, ein halbes Jahr später haben die Kinder für uns übersetzt. Haben die Kinder dann für uns übersetzt. Ja, aber guck mal, was die alles auch dadurch erlebt haben in der Highschool. Die sind zum Prom gegangen, so groß mit Abendkleid und Anzug und mit einer Stretch-Limousine, die gemietet wurde mit den ganzen Freundinnen und Freunden zusammen.
Und später habe ich mir sogar eine eigene Stretch-Limo geholt. Ja, genau. Aber das ist alles so, was sie alles erlebt haben. Das hätten sie jetzt in Deutschland nicht erlebt. Nee, ganz bestimmt nicht. Es ist eben halt eine ganz andere Welt für Kinder. Mhm. Ne? Jason hat ja auch schon angefangen. Was hat er denn? Wann hat er denn sein Pickup gekriegt? Der hat sein Pickup gleich nachdem er seinen Führerschein hatte. Mit 16, ne? Das heißt, Jason hat mit 16 schon den Pickup gefahren? Mhm. Echt? Mhm. Meine Güte. Ja. Das war schon cool, ne? Und er war ja noch in der Fahrschule. Ja. Was hat die Fahrschule gekostet? Ich glaube, knappe $300. Ja. Und dann Jason musste auch nur deswegen in die Fahrschule, weil das in Amerika ist das so, oder in Texas, dass du selber deine Kinder unterrichten kannst. Ne? Du fährst dann mit ihnen im Block und zeigst ihnen, wie das geht. Und du musst dann ja auch mit zur Fahrschule zum Test. Und denen das dann eben halt erzählt, dass du als Elternpart die Kinder unterrichtet hattest. Nur bei uns ging das nicht, weil wir noch zu frisch in Amerika waren mit unserer Green Card. Ne? Man musste also für eine bestimmte Anzahl an Jahre musste man den Führerschein genau. schon haben. Und deswegen ging das nicht. Aber normal können die Eltern dein Kind zeigen, wie man fährt, rechts, links. Ja. Wie man irgendwie um irgendwas rumfährt, einparkt oder ein paar Tiere rumfährt. Aber ansonsten ist das ziemlich easy gelaufen. Ne? Mhm. Ich glaube, die Kinder haben sehr viel erlebt. Ich glaube, auch wenn man mit Kindern auswandert, dass die Kinder einen ganz anderen Blickwinkel kriegen. Mhm. Was ganz anderes, weil die Kinder so in Deutschland haben, ja gut, dann haben die das gelernt und das. Und wenn die jetzt ins Ausland gehen, das ist ja wieder eine ganz andere Schiene. Ob die jetzt schlauer sind im Ausland oder nicht, das ist ja immer ganz dahingestellt. Ne? Aber sie haben einen ganz schönen Schub so vom Selbstbewusstsein halt auch gemacht. Naja, vor allem vom Selbstbewusstsein, wenn wir die Kinder mal gefragt haben, Jason, komm, guck mal, was heißt das hier? Papa, ich mach das. Ja, und jetzt sind sie beide verheiratet mit Texanern. Eine texanische Frau, texanischer Mann. Also, jetzt haben die ihre eigene Familie. Familie, haben ihre eigenen Kinder. Ja, dann sind wir schon Oma und Opa. Ja. Dreifache Oma und Opa. Und wenn die Kinder kriegen, dann bist du Uropa. Boah. Wenn ihr noch mehr von diesem ganzen wahnsinnigen Blödsinn hören wollt, ne? Also ich habe noch genug Geschichten, ne? Ihr könnt das Ganze abonnieren und dann werdet ihr automatisch informiert, wenn es wieder heißt Neuigkeiten von der Insel. Von der Insel. Conny Island. Mit Manu. Und Conny. Bis dahin. Aloha. Tschüss. Aloha. Moin, moin.